Hallo liebe FC Bayern Freunde, ja heute Champions League, zweiter Spieltag, Aston Villa zu Hause gegen den FC Bayern München, da sind wir alle gespannt, ob der FC Bayern nach dem ersten Spieltag bei dieser Fußballgala zu Hause gegen Dinamo Zagreb beim 9 zu 2 jetzt auswärts bei Aston Villa den zweiten Sieg am zweiten Spieltag der Champions League einfährt. Was war das für ein Megaspiel am ersten Spieltag? gegen Zagreb und das will der FC Bayern auf jeden Fall jetzt bestimmt auch bei Aston Villa wiederholen. Ja, darf man nicht vergessen, die letzten zehn Europapokalspiele gegen englische Teams hat der FC Bayern sehr, sehr erfolgreich gespielt. Muss man sagen, es gab eine Niederlage und zwar in der Champions-League-Saison 2022-23, das 0 zu 3 leider gegen Manchester City, aber alle anderen Spiele konnte der FC Bayern erfolgreich absolvieren. Da er jetzt auch mit einer sehr guten Moral und natürlich mit der Form aus der Bundesliga und Champions League fährt der FC Bayern mit einer super Moral und Stimmung jetzt zum Aston Villa, um heute Abend auch dort natürlich das Champions League-Spiel Nummer 2 zu gewinnen. Und natürlich auch Harry Kane, ja, mit seinem Ex-Verein. Tottenham, Hotspurs aus der Premier League war ja auch immer sehr erfolgreich bei Aston Villa oder gegen Aston Villa. Harry Kane hat gegen Aston Villa alleine fünf Tore erzielt und zwei Torvorlagen gegeben. Also auch Harry Kane im Sturm beim FC Bayern kennt Aston Villa sehr gut und hat nur gute Erinnerungen an Aston Villa. Das sollte natürlich auch Zuversicht geben für den FC Bayern allgemein. Ja, schauen wir uns mal die mögliche Vincent Company Aufstellung startelf an für das Champions League heute von FC Bayern München auswärts bei Aston Villa. Natürlich wieder im Tor. Zum Glück auch muss man sagen, Manuel Neuer, immer noch einer der besten Torhüter der Welt nach seiner leichten Verletzung, aber ja auch schon gegen Leverkusen wieder im Tor gewesen. Links außen Alfonso Davis, letzten zwei, drei Spiele doch sehr gut gespielt. Daher denke ich mal, bleibt er als Linksverteidiger gesetzt, solange Boe Stanisic auf der Rechtsverteidigerposition leider noch verletzt bleiben. In der Innenverteidigung natürlich auch gesetzt und auch sehr gut, dass unser Bayern-Trainer Vincent Kompany auf die beiden Jungs baut und gesetzt hat, auch wenn es am ersten Spieltag leichtere Fehler gab von Upamecano und Kim, aber Kompany setzt auf die beiden und das haben die beiden Spieler auch zurückgezahlt. In den letzten zwei, drei, vier Spielen haben Kim und Upamecano sehr gut harmoniert, kaum noch Fehler gemacht. Im Gegenteil, sehr gut gespielt, sehr gut verteidigt. Kim war einer der besten Spieler im Bayern-Team letzte Woche im Spitzenspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Also da hat Company schon ein schönes Fingerspitzengefühl gezeigt und auf diese beiden Jungs gebaut. Und das zeigt jetzt auch, dass Opa Meccano und Kim schon eines der besten Innenverteidiger-Duos in der Bundesliga auf jeden Fall ist. Aber auch wenn sie so weitermachen in Europa. Im Moment dann Rechtsverteidiger natürlich Guerrero. Er ist dann schon so lange die beiden, Stanenjic und Boe noch weiter in Denke ich mal, Kompanis ist Nummer 1 auf der Rechtsverteidiger-Position. Klar, Konrad Leimer hat da auch gespielt, auch sehr gut. Jetzt kommt es dann darauf an, wie Kompanie. Die Rechtsverteidiger Position sieht jetzt vielleicht auch bei Aston Villa eher offensiv, dann ist natürlich Guerrero gesetzt. Möchte er in den Rechtsverteidigerposten ein bisschen defensiver haben, dann wäre Konrad Leimer die Nummer eins, weil auch Leimer dann in der Defensive schon noch ein Tacken besser ist als der offensiv eingestellte Guerrero. Also, ich denke aber mal, das wäre jetzt so die Abwehr für die Startelf heute Abend bei Aston Villa in der Champions League. Klar, im Mittelfeld. Auf jeden Fall gesetzt muss man sagen, Pavlovic immer noch sehr gut drauf. Letzte Saison sehr stark gespielt, war die Entdeckung letztes Jahr beim FC Bayern München. Auch jetzt schon wieder sehr, sehr gute Spiele. Sein Super-Tor letzte Woche zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das war erste Sahne. Und klar, Palinja 50 Millionen, aber Palinja. Wird auch noch seine Zeit bekommen. Der FC Bayern München hat so viele Spiele in dieser Saison: 24, 25, Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, hoffen wir mal wieder. Und natürlich, wie gerade schon gesagt, Champions League. Da ist man ja auch dann bei der Club-WM dabei. Also sehr, sehr viele Spiele für die FC Bayern-Spieler. Der braucht Kompanie und der FC Bayern. Jeden Spieler, der gerade im Kader ist. Und natürlich gesetzt zentrale Figur im Mittelfeld: Joshua Kimmich. Er spielt bis jetzt so eine seiner besten Saisons beim FC Bayern München der letzten Jahre. Erster Stratege. Er passt dahin, wo er meint, dass es gerade für das Bayern-Spiel am besten ist. Das ist im Moment Joshua Kimmich mit seiner Bestform und natürlich auch deswegen gesetzt als zentraler Mittelfeldspieler. Links außen normalerweise ist Serge Gnabry gesetzt, auch sehr gut in Form, sehr torgefährlich. Leider da kein Tor gemacht gegen Bayer Leverkusen kurz vor Schluss. Hätte es natürlich jetzt verdient, in der Startelf zu sein. Vielleicht aber auch ein Liro Sané, dass er auch wieder in Form kommt und auch in das Bayern-Spiel hineinfindet. Klar, weil äh, Einwechselspieler kommen ja rein, um das Spiel nochmal mehr Power zu geben, mehr Offensivkraft. Aber im Moment Coman Sané, klar, war lange verletzt, noch nicht so in Form, dass sie dem Bayern eventuell in der zweiten Hälfte nochmal einen neuen Schub geben könnten. Daher würde ich lieber sagen, Leroy Sané von Anfang an, klar, hat auch schon ein Tor erzielt, am ersten Spieltag gegen Zagreb, nach seiner Verletzung gleich im ersten Spiel. Daher hätte Sané schon mal, äh, Leroy Sané, Startelf-Debüt äh, verdient, weil dann kann Serge Gnabry mit seiner guten Form auf jeden Fall in der zweiten Hälfte für neue Kraft in der Offensive sorgen. Mal gespannt, wie Kompanie dann heute Abend im Endeffekt aufstellen wird. Rechts aus natürlich gesetzt Michael olise Mega Form, mega Techniker, finde ich schon. Er geht Richtung Arjen Robben. Er ist noch jung, 22 Jahre, glaube ich, alt. Aber was er am Ball kann und macht, aber auch schon für die Mannschaft kämpft, auch gegen Leverkusen, ist er sehr oft mit nach hinten gelaufen. Zwei Kämpfe gewonnen, aber auch in der Offensive, wie gesagt, mega, mega stark. Also mit dem Transfer von Michael Olise für mich einer der besten Transfers der letzten Jahre beim FC bayern München und natürlich im offensive Mittelfeld gesetzt, Jamal Musiala gegen Bayer Leverkusen hat man gesehen, was er für eine super Technik hat. Zwei, dreimal versucht sich da gegen drei, vier Spieler durchzusetzen, auch öfters geschafft. Klar, gegen Leverkusen war es dann schwer, da schon großartige Torschancen zu haben, weil klar, die Verteidiger von Bayer Leverkusen sind natürlich auch schon sehr gut, aber trotzdem hat Bayern München sehr viele Möglichkeiten gehabt. Gegen so einen defensiven Gegner wie letztes Spiel Bayer Leverkusen. Ich denke mal jetzt Jamal Musiala gegen Aston Villa wird er wieder ein Tor erzielen. Und natürlich im Sturm gesetzt, auch jetzt dann zum Glück nur eine leichtere Verletzung gewesen bei Harry Kane. Wie gerade schon gesagt, gegen Aston Villa insgesamt fünf Tore, zwei Torvorlagen. Das ist eine super Quote für Harry Kane im persönlichen Senderstatistik gegen Aston Villa. Und da wird Kane uns schon sehr gut tun, dass er Aston Villa so gut kennt. Daher denke ich auch mal, wenn Kane von Anfang an spielen wird, wird er diesmal ein Tor auf jeden Fall schießen gegen Aston Villa auswärts in der Champions League heute Abend. So, das könnte die mögliche Startelf von Vincent Company heute Abend für den FC Bayern München sein. Auswärts bei Aston Villa. Ja, mein Tipp: Ich tippe auf jeden Fall auf ein 3:1 Auswärtssieg. Für unsere Bayern. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp für Aston Villa gegen Bayern München in die Kommentare. Also dann viel Spaß heute und Daumen drücken. Wir sehen uns auf Bayern News. Tschüss.